Die Stiftung finde ich super, die Veranstaltung war klasse. Ist Wahnsinn, was ihr da auf die Beine stellt. Ich finde es echt gut. Und wir vom Fanprojekt unterstützen euch in jeder Hinsicht. Ich finde die Verbindung Verein und Fans einfach auch unheimlich glücklich. Und wenn es so eine Person wie Kurt Landauer dann ist, dann ist es umso wertvoller. Und ich wünsche dem ganzen, der ganzen Stiftung einfach wunderbares Gelingen. Ich wünsche der Landauer Stiftung viel alles Gute, viel Glück und werde mal nachschauen, ob wir da auch dazu pekuniär beitragen können. Typisch, dass es der Schickeria einfiel, die immer gute Ideen zu diesem Thema Kurt Landauer hat. Und ich denke, damit ist auch gesichert, dass das auch mittelfristig, langfristig ein Thema bleiben wird. Es ist aber auf der anderen Seite wirklich einmalig. Ich glaube, das gibt es sonst nicht nochmal. So ein Engagement, das weit über den Fußball hinausgeht, eben nicht nur den Fußball als sich selber sieht, sondern eben auch sozial sich engagiert. Ich muss sagen, das ist eine wunderbare Idee, dass dieser ehemalige Präsident, der wo ja schon ein bisschen in Vergessenheit geraten war, jetzt wieder so rauskommt und mit der Stiftung dann auch andere Leute Käufer wird, die wo Hilfe benötigen. Und ich glaube, das haben die super aufgezogen da. Das ist auch eine Person, die für München viel geleistet hat, auch für den FC Bayern. Und es ist einfach klasse, dass ihr das jetzt aufgegriffen habt und weiterverfolgt, und sodass der Name weiterhin präsent ist in München. Ich finde es klasse, dass die Erinnerung wachgehalten wird, und ich glaube auch, dass es sehr anschlussfähig ist für andere Fans, da was mitzumachen und sich sozusagen auch gemeinsam um die Geschichte zu kümmern und auch neue Geschichte zu schreiben. Man hat ja heute schon im Ansatz gesehen, dass der ein oder andere Vorschlag auf dem Tisch liegt, und ich kann nur eines sagen, der FC Bayern München hat ja heute die Unterstützung zugesagt, und ich bin zuversichtlich, dass wir mit Sicherheit hier eine tolle Geschichte heute auf die Beine gestellt haben. Für die Zukunft wünsche ich, dass die Geschichte so erfolgreich weitergeht wie heute mit dieser Gründungsveranstaltung, sag ich mal. Und ich freue mich auch auf weitere Zusammenarbeit mit den Jungs von der Stiftung. Ich wünsche der Kurt Landauer Stiftung alles Gute und immer tolerant bleiben.